Oh, wie schön. Oh, die Schmetterlinge, wie schön. Hallo ihr Lieben, Überraschung, es gibt doch noch ein Video, bevor ich jetzt so richtig in die Pause gehe. Ich hatte irgendwie Lust, nochmal hinter der Kamera zu verschwinden, ganz spontan, um mit euch rumzulaufen, meinen Garten zu zeigen, denn wenn ich jetzt in die Pause verschwinde, ohne euch nochmal so irgendwie ein Update zu geben, fehlt euch nachher wirklich was, weil im Moment ist das richtig schön. Schmetterlinge, vor euch im Bild, die Artischocke, die hat auch schon ihre Blühzeit, sieht nicht mehr ganz so schön aus, wie es schon war, da werde ich euch auf jeden Fall noch Bilder einblenden. Ansonsten, wir gehen mal rum und ich werde euch jetzt zeigen, wie schön das jetzt gerade in meinem Garten ist. Es ist richtig viel Leben drin. Oh, eins fällt mir noch ein. Viele werden es wahrscheinlich verpasst haben. Ich habe bei mir auf dem Kanal hinten im Community-Tab und viele sind jetzt wahrscheinlich mit Fragezeichen behaftet. Community-Tab, was ist das? Keine Ahnung. Und da möchte ich euch helfen. Den findet ihr unter meinem Video, steht ja mein Kanalname. Da einmal raufklicken, wenn ihr auf meinem Kanal seid. So wie im Internetbrowser habt ihr so die einzelnen Fenster, so wenn ihr verschiedene Seiten auf habt, so ist es da dann auch. Vorne Videos, Playlists und so weiter. Und darunter gibt es auch einen Punkt mit Community oben drauf. Und das ist der Community-Tab. Dort können wir alle Interessierten hingehen, denn ich lade in meinen Garten ein und beziehungsweise mache mir im Moment ein bisschen Gedanken. Und dort findet ihr dann noch alles Weitere. Wer da vielleicht interessiert ist, bei mir im Garten mal irgendwie mit dabei zu sein, wenn ich in den Beeten wühle oder vielleicht in der Außenküche baue, wie auch immer. Und lass uns mal durch die Beete gehen und ich glaube, wir gucken erstmal, was so an Leben in den Beeten ist. Es gibt verschiedene Stellen im Garten, die sind echt gut besucht und voller Leben. Richtig, richtig schön. Und ja, das möchte ich euch zeigen. Genießt den Gartenrundgang, macht euch das gemütlich. Ich hoffe, ihr habt Trinken anbei. Vielleicht wird das Ganze sogar in zwei Teile. Mal gucken, wie lange ich das dann letztendlich machen werde. Es gibt einfach so viele Stellen zu zeigen, dass ich glaube, die Zeit wird nachher wieder ein bisschen knapp. Typisch Lars. Also ein oder zwei Teile. Ihr könnt gespannt sein. Es gibt super viel zu zeigen. Los geht's. So, und wie kann es schöner sein, wenn ich mal ganz langsam beginne? Ich versuche auch für die das Geschwenke sonst immer vielleicht zu schnell geht, ein bisschen langsamer zu sein, aber meistens nimmt die Zeit ein bisschen anders wahr und für mich ist das gar nicht so schnell in dem Moment. Das ist für mich so ein Flow und fühlt sich harmonisch an, aber ich mache mal jetzt ein bisschen langsam. Oh, das ist ja schön, dass die jetzt gerade blüht. Da sehen wir auch gerade eine Hummel, die sich hier ein bisschen durchtestet, wo sie noch was mitnehmen kann. Aber worauf ich hinaus wollte, ist dieses schöne Gewächs. Wusa, schöne Farben, richtig, richtig schön, voll mein Fall. Oh, ich höre gerade Regen. Okay, naja, wir sind ja nicht aus Zucker, ne? Wir machen einfach mal weiter, mal gucken, wie weit das mit dem Handy jetzt noch geht. Ja, hier vorne wächst ganz fröhlich vor sich her Kohlrabi an der Ecke. Und die größere Kohlpflanze ist auf jeden Fall auch ein Kohlrabi, rechts daneben. Ich habe es ja vergessen, was ich da eingepflanzt habe. Da lasse ich mich noch überraschen. Hier vorne dann junge Erbsen. Und die haben jetzt ein Stadium erreicht, wo ich das, wofür ich das angebaut hatte, gar nicht mehr so ganz nutzen kann. Außer alle jene, die so klein noch sind. Denn die müsst ihr mal probieren. Die kleinen Jungpflanzen von Erbsen. Das habe ich mal in einem anderen Video irgendwo aufgeschnappt. Die könnt ihr essen. Und das habe ich probiert mit einem Freund. Und eine richtig, richtig leckere Geschichte. Super, das kann ich euch empfehlen. Ist toll. Aber muss man auch gleich ernten. Diese lasse ich jetzt weiter wachsen, um mal zu gucken, wie das nachher aussieht in diesem Sommer. Ob ich da vielleicht nochmal Glück mit einer Ernte habe. Und dann kommen wir auch gleich zu den nächsten Erbsen. Guckt euch das an. Hier hängt noch so viel. Die habe ich ja deutlich später ausgesät und die kamen alle so schnell. Und da hängen auch schon die ersten Dicken dran. Na, hier könnt ihr das sehen. Oh, die ist auf jeden Fall schon erntbar. Toll. Auch hier unten gibt es überall ein bisschen was versteckt. Hier nebenbei der Mangold, der sieht auch echt super aus. Da habe ich schon ordentlich geerntet. Oh, der Gelbe hat eine richtig schöne Farbe gerade. So, und hier vorne ist uns nichts los. Die Erbsen möchte ich immer ausdünnen, dann möchte ich der Gebohn noch mal hinhaben. Beim Kiholbeet war ich so weiter nicht bei, da steht er hier noch an, aber ich wollte auch schon noch, dass der Salat sich hier selber aufsahnt, denn das lohnt sich richtig, den auch erblühen zu lassen, weil da habe ich so einiges an Insekten schon dran gesehen. Das ist auf jeden Fall eine richtig schöne Sache hier. Bei den Zucchinis, ja, oh, richtig toll. Nicht nur, dass die Physalis hier weiter Früchte trägt. Hier vorne die Zucchini ist noch etwas kleiner. Ich habe es ja nicht so eilig und ihr wisst doch, wie das ist. Man hat immer viel zu viel Ernte. Und hier unten könnt ihr das jetzt gerade richtig schön bestaunen, wie meine allererste Zucchini da heranwächst. Und ich glaube, da kommt schon die nächste. Na, schauen wir mal. Ist auf jeden Fall auch gut besucht gewesen von Hummeln hier. So, und hier der Brennnesseltempel. Das lasse ich alles
wachsen. Das mit dem Spinat sieht auch alles gut aus, alles schön weiter. Hat sich selbst ausgesamt, echt toll. Da ist das auf jeden Fall zu sehen. Und verschiedene Pflanzen, ne? Ich habe jetzt zwei verschiedene Sorten hier drin. Beide übrigens ultra lecker gewesen. Einmal der Matador und der, oh Gott, wie hieß das, Veyron oder so ähnlich. Ja, und den schönen Lolo Rosso, den lasse ich hier auch schön ausblühen. Der soll sich verteilen. Ich möchte auf jeden Fall ein bisschen mehr Lolo Rosso da haben. Darf sich breit machen. Da vorne sieht man auch frei von Mangoldpflanzen. Die wollte ich ja in die Blüte schießen lassen und ja, hat soweit geklappt, aber wie ihr seht, definitiv nicht mehr wetterresistent gewesen und zum Anbinden, das war mir dann zu doof bei der roten Beete. Und hier vorne die Nachtkerze, richtig schön. Ja, jetzt fegt hier nochmal der Wind durch. Da, also guckt euch dieses Gewächs an. Oh, wie schön. Ja, die sind schon richtig groß mittlerweile. So, und ihr seid auch bestimmt gespannt, wie das hier mit der Artischocke aussieht. Ja? Ich habe euch versprochen, ich möchte euch ein paar Bilder einblenden. Hier waren nämlich die letzten Tage ordentlich Betrieb. Oh, sogar eine tote Biene drin. Oh, das sieht aber auch spannend aus jetzt gerade, muss ich sagen. Wow, richtig schön schick. Ja, aber das sah schon mal anders aus. Und wie gesagt, da werde ich jetzt einmal die Bilder für euch einblenden. Ja. Sieht schon ganz anders aus, oder? So, und hier von der Seite kann man das jetzt auch nochmal kennen. Also Stand heute ist das hier wieder. Ja, und hier wächst das alles so fröhlich vor sich hin. Und hier sind wir auch schon recht weit, ne? Guckt euch das an. Da sieht man auf jeden Fall die Härchen in der Mitte. Ich weiß nicht, ob die noch zur Blüte kommt. Keine Ahnung. Wird sich zeigen. Im Moment glaube ich weniger, weil ich glaube, normal müssen ein paar Härchen zu sehen sein. Also hier diese lila Dinge. Violette Artischocke, wie schön. So, und hier haben wir dann noch ja, die ganze Kresse, ja, die ganzen langen Dinger, die hier zu sehen sind. Und ja, hier haben wir mal geguckt, hatte ich einen Freund zu Besuch, haben darüber geredet, das könnte für ein Brot reichen. Ja, die werde ich auf jeden Fall ernten und die Körner werde ich mit einem Freund zusammen mal verwerten und mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, bei den Tomaten habe ich frei gemacht. Man sieht hier vorne, den hier geht es nicht gut. So, und dann gibt es ja so verschiedene Sachen, die das sein können. Ja, Überdüngung, Unterdüngung. Ich tippe aber mittlerweile auf Letzteres. Und ja, die können auf jeden Fall ein bisschen Nahrung gebrauchen, sehen nicht ganz so toll aus. Aber viele andere Pflanzen auf jeden Fall. Der Borretsch hat sich hier breit gemacht. Eine so schöne Pflanze. Also das hier vorne ist jetzt die Tomate. Ja, der Borretsch. Ja, hat sich bei mir auch mehrfach noch verteilt. Hier an verschiedenen Stellen. Ich hatte so eine Pflanze, da wusste ich nicht, was das ist. Und das war alles Borretsch. So, ich habe euch gesagt, das Leben tobt. Jetzt gerade machen sie Pause, wie es aussieht. Auf jeden Fall, gerade eben war hier noch ordentlich was am Rumschwirren. Ja, hat man am Anfang des Videos auch gesehen. So, dicke Bohnen, sie stehen immer noch, werden nach und nach beerntet. Da habe ich auch dicke Bohnen getrocknet auch schon. Für neues Saatgut. Mal sehen, ob das so frisch auch geht. Ich habe euch ja im anderen Beet gerade gezeigt, die dicken Bohnen von hier, die ich als Saatgut gewonnen habe, die kommen dann da hinten rein. Ja, bei den Kartoffeln habe ich auch ordentlich Beikraut entfernt. Da könnt ihr das sehen. Ja, auch andererorts. Naja. Haben nicht ganz so viel Liebe gehabt. Sieht eher ein bisschen zerrupft aus, aber ein bisschen was habe ich auch geerntet, muss ich dazu sagen. Also es sind nicht alle Pflanzen mehr übrig. Da fliegen auch noch welche rum. Wieso liegen denn da noch? Also das muss mir jemand erklären hier. Wieso liegen denn offen Kartoffeln rum? Das verstehe ich ja jetzt gar nicht. Ich war es nicht. Spannend. Naja, vielleicht hat hier noch irgendein Tier gegraben. Ja, Erbsen sind ja schon weggekommen. Die Kichererbsen stehen noch alle toll da, aber da hat sich so viel nicht getan. Ja klar, da hängen überall Kichererbsen dran, aber naja, im Großen und Ganzen sind die nicht wirklich größer geworden. Man kann da durchaus fühlen, aber ich möchte jetzt nicht eindellen. Da ist noch eine versteckte Kartoffel. Gibt es andererorts dann auch. So, was gibt es noch Tolles? Hier vorne, bevor ich links zum Milpa, zu dem Indianerbeet komme, habe ich hier auf jeden Fall richtig schön das Mädchenauge. Hat sich entwickelt, sieht richtig schön aus. Ist auch gerade Besuch. Ja, das hat sich richtig schön entwickelt. Hier ist Lavendel. Lavendel hat mich allgemein ein bisschen, wie soll man sagen, enttäuscht. Ich hatte immer gedacht, die sind ein bisschen üppiger, fülliger.
aber ich finde das immer recht spärlich und kriege auch von dem Duft gar nicht so viel mit, wie ich immer so dachte. Ja, die Malve blüht noch. Hier haben wir den Wagenbergenklau, den ich von meiner Mutter gekriegt habe. Wer das Video verpasst hat, ich werde euch das mal oben rechts verlinken. Da hatte ich Überraschungsbesuch am Gartenzaun, meine Mutter, und die kam mit ein paar Pflänzchen vorbei. Und so entwickelt sich das gerade. Sieht richtig schön aus. Der wahre Bärenklau. Da gibt es viele verschiedene Varianten vom Bärenklau. Und das hier ist der wahre. Nicht giftig, wie der Bärenklau sonst so anhaften hat. Ich habe gleich, nachdem ich das gezeigt habe, auch ein paar Kommentare gekriegt. Aber nach Recherche und so weiter, das ist eine alte Heilpflanze. Ne? So, hier vorne haben wir ja noch Kohl stehen. Weiß nicht mehr, was das wurde. Sieht nach Rotkohl aus. Könnte aber auch ein Rosenkohl gewesen sein. Da gab es auch farblich ein bisschen was ich ausprobiert habe. Da unten versteckt richtig schön die Kapuzinerkresse. Ja, die macht sich so langsam breit an ein paar verschiedenen Orten. Ja, und die Sonnenblumen, die sind auch richtig schön gewachsen. Da gibt es jede Menge Modelle, die auf jeden Fall blühen werden. Da mache ich mir keine Sorgen. Die sind immer sowieso recht hartnäckig gewesen. Ja, gehen wir da vorne lang? Ne, ich habe euch das Indianerbeet angeboten, gepriesen. Und hier ist das schon richtig hoch, ne? Also geht mir schon fast bis zur Schulter. Richtig zu sehen ist noch nichts. Wir können ja mal weiter gucken. Vielleicht habe ich ja irgendwo schon irgendwas. Hier sieht man ein bisschen was. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 wild ausgesäte Sonnenblumen. Oh, 7 sehe ich schon. Doch mehr. Ne, da ist nichts zu sehen aus der Ferne. Sieht alles gut aus. So, und wir haben ja drumherum eigentlich den Mais, wo jetzt auch Sonnenblumen zu sehen waren. Und ja, beim Mais geht es jetzt los, ne? Da geht's los. Und ja, da freue ich mich. Aber sie schreien nach Dünger nach wie vor. Dünger steht bei mir ganz oben auf dem Zettel, liegt irgendwie noch an. Das werde ich auch noch machen, bevor ich Pause mache. Und dann kann ich den Garten auch gut sich selber überlassen. Also hier, das ist auf jeden Fall richtig gut am Wachsen. Richtig schöne Höhe, wird auch schon zum Sichtschutz. Ja, hier ist sonst nichts Spannendes, Neues passiert. Ja, doch, eigentlich schon ein bisschen was wächst da. Ah, ich mag das ja, wenn Pflanzen einfach auf dem Weg sind und so ein bisschen durchgehen muss. Natürlich zum Arbeiten mit Schubkarre ein bisschen schlecht. Fange ich doch mal von da an. Sellerie ja in die Blüte geschossen, das lasse ich auch alles soweit in Ruhe. Salat auch, der darf sich schön verteilen im Garten, hier vorne auch. Die Tomaten, die Zuckerbusch, an dieser Stelle direkter Vergleich. Ja, so sehen die hier aus. Und einmal kurz an anderer Stelle, und zwar hier. Hier könnt ihr es auch schön sehen, wie der Salat aufgeht. Also hier habe ich schon einige Tiere gesehen. Jetzt gerade echt still, die machen Mittagspause, die haben echt ihre Flugzeiten. Ah, da vorne höre ich ein bisschen was. Naja, jedenfalls die Tomaten hier sehen noch deutlich stärker aus und tragen richtig, richtig viel. Guckt euch das mal an. Also hier unter, ne, das ist die Zuckerbosch. Die wird richtig abgehen nachher. Fehlt nur noch das Wetter dazu. Also unser Sommer ist im Moment ein bisschen spärlich. Also hier ist er noch nicht angekommen. Wir hatten ein, zwei Tage, glaube ich, so um die 30 Grad mal oder ein. Und das war's dann. Ne, hier könnt ihr nochmal sehen, die Chili ist ein bisschen rausgekommen. Boric hat sich breit gemacht. Ja, Möhrchen und so weiter, da wächst das überall. Aber hier bin ich jetzt eigentlich gerade nicht. Wir waren an ganz, ganz anderer Stelle. Und zwar an dieser. Also, das war der direkte Vergleich. Hier hängen zwar auch ein paar Tomaten, aber es sieht hier alles nicht so gesund aus. Der Boden hat zu wenig Nährstoffe. Also hier Humusphäre noch nicht so weit. Definitiv nicht. Sag mal, habe ich euch jetzt drüben den Kürbis ordentlich gezeichnet? Nee, jetzt fällt mir das gerade auf. Guck mal. Hier war ich generell auch nicht fertig. Ich habe ja hier noch die Bohnen. Na, die ersten kleinen Böhnchen kommen. Da die Stangenbohnen, die ranken sich hier hoch. Echt wundervoll. Oh, noch eine Sonnenblume. Ja, aber ganz, ganz wichtig. Wir haben ja noch viel, viel mehr. Und zwar den Kürbis. Und dafür rangiere ich euch mal ein bisschen durch das Beet. Bringe euch ein bisschen näher ran, so sieht das da jetzt aus. Also echt toll. Auch nochmal von oben. Also da überall, der hat sich richtig breit gemacht. Und hier von der Seite, da kann man jetzt auch sehen, der möchte hier durch die Begrenzung durch. Sucht sie seinen Weg. So, das ist auch ein schöner Übergang, denn wir waren gerade hier. Ja. Hier am Rand waren noch ein paar Zwiebeln. Ein bisschen was zu sehen, aber nicht wirklich gut durchgekommen. Ja, schließen wir das hier mal ab. Hier haben sich noch ein paar andere Pflänzchen zwischengeschmuggelt. Einmal dieses längliche hier. Bin mal gespannt, was das wird.
blaue Farbe, die ist ja immer wunderschön. Dort habe ich ein bisschen was, was anders wächst. Hier irgendeine Wickenart. Da unten ein bisschen was Gelbes zu sehen. In der Mitte. Mohn und so weiter. Hier gibt es auch noch Sonnenblume. Ja, den Namen habe ich schon wieder vergessen. Das wurde mir schon beantwortet. Unter dem letzten, vorletzten Video, wo ich das schon gezeigt habe. Ein schönes, schönes Gewächs. Ja, hat aber auch schon das meiste an Blütezeit gehabt. Ja, und somit gehen wir hier rüber. Ich habe ja schon hier einiges an Beikraut raus. Hier muss ich auch dann nachher ein bisschen Mohn entfernen, damit andere Pflanzen vielleicht nochmal eine Chance haben. Der durch war. Verzehlia lässt sich auch bald wunderbar Saatgut ernten, beziehungsweise jetzt schon, das werde ich auf jeden Fall tun. Auch als Gründüngung für bestimmte Beete dann über den Winter anwenden. Ja, und die Tomaten hier, das ist die frühe Martina und da habe ich auch schon gesagt bekommen, dass die auf jeden Fall angebunden werden muss, weil die wird riesig. Und da dachte ich mal, da werde ich auf jeden Fall noch was konzipieren, ne? Da lasst euch mal überraschen. Das hier wird wahrscheinlich wieder eine dunkle rote Sonnenblume. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Saatgut kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Das habe ich letztes Jahr verpasst. Aber glücklicherweise gibt es ja genug Pflanzen, die sich das Wild selber ausgesät haben. Jo, und hier tingle ich da mal rum. Dicht gewachsen. Ich lebe damit, habe ich gesagt. Knoblauch kümmere ich mich nicht mehr drum. Ich nehme, was ich kriegen kann. Und die Pause ist mir jetzt wichtiger. Achso, übrigens dazwischendurch, das ist der Zuckerhut. So, hier haben wir die Lemon Queen. Auch ein bisschen vernachlässigt. Hier die Ecke, da habe ich eigentlich auch noch da unten Lavendel. Da unten ist noch eine Herzblattlilie, ganz bisschen zu sehen. Ja, Beinwell, hier habe ich einen Johannisbeerstrauch. So, und jetzt gibt es eine Überraschung und zwar habe ich ein bisschen was hergekriegt. Und zwar Holz, 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 das brauche ich für die Tomaten, ja. Schafswolle hat auch in meinem Garten gefunden, wunderbare Sache. Damit kann man wunderbar Beete mulchen, da sind ohne Ende Nährstoffe drin, Wasserspeicher. Eine wunderbare Sache und das waren auch glückliche Schafe, die auch eine wunderbare Wiese haben und denen es auf jeden Fall gut geht. War ich aber noch nicht bei, das braucht auch noch seine Zeit. So, jetzt waren wir doch hier hinten schon überall. Aber es gibt noch so viele Örtchen. Ja, guck mal. Oh, das wird die erste, sehe ich gerade. Da. Da kommt sie. Ich habe so, so schöne Sonnenblumen. Bin richtig glücklich damit. Ja, und der Klee hat sich breit gemacht. Hier habe ich so viele Hummeln dran gehabt. Und die Hummeln brauchen ja erst recht Unterstützung. Beziehungsweise eigentlich will ich keinen auf eine Stufe heben. Aber es ist schon so, ihr kennt das. Die Hummeln, die überall auf der Straße liegen. Das sind schon deutlich mehr als Bienen. Auf jeden Fall das, was mir aufgefallen ist. Ja, was gibt es denn noch so Schönes zu zeigen? Ne? Ich habe ja hier, da sind auch noch die Martinas. Die liegen jetzt, das macht überhaupt nichts. Hatte ich letztes Jahr auch schon. Und die werden noch angebunden. Das wird auch nicht mehr so lange dauern. Das hat Düngen und das hat auf jeden Fall höchste Priorität. So, und bei den Zwiebeln geht es richtig ab. Guckt euch mal diese Oschis an. Da. Die sind nicht zu knapp. Also... Ich habe große Hände, ich sage es immer wieder und ja, es kommt jetzt auch, glaube ich, gar nicht so rüber, so groß wie die Dinger wirklich sind. Die zeige ich dann, wenn sie raus sind. Bis hier geht sie. Da sind auch andere große. Ich habe auch schon ein bisschen was verschenkt. Ja, Erdbeeren haben ihre Zeit gehabt. Hier hat sich noch eine Ringelblume breit gemacht. Richtig, richtig schön. Oh, das feiere ich. Ja, jetzt kommt auch die Sonne raus. Gutes, gutes Timing. Ich erhoffe mir ja nochmal irgendwie einen Flug der Insekten. Vielleicht werden sie mich nochmal beglücken. Ja, und ja, man kann es hier schon sehen, ne? Bienen, überall kleine Insekten, Ameisen. Ah, da fliegt gerade, was ist das, eine Erdwespe, eine ganz kleine. Habt ihr gerade gesehen, ne? Ja, und die Distel verteilt sich dann auch wieder im Garten. Vorne wächst auch noch eine. So, wunderschön. Hier in der Ecke war ich ja schon. Bin ich heute auch mal durchgestiefelt. Da hinten macht sich nämlich, ach wisst ihr was, dann zeige ich euch, warum ich durchgestiefelt bin. Ich wollte mal gucken, was der Thymian so macht. Der Kriechthymian macht sich breit, der in der Mitte ein bisschen zäh. Und hier, der mag wohl richtig gerne die Steine. Ein bisschen Schatten, ich weiß. Aber ich glaube, das lässt sich trotzdem gut erkennen. Ja, da sieht man noch, wie sich die Gurke breit macht. Ja, und da vorne ist auf jeden Fall noch viel mehr los. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, war die rote Gartenmelde. Da möchte ich ja, dass sie sich auch ein bisschen breit macht bei mir. Ein wunderbarer Salat, kann ich nur empfehlen. Schmeckt super lecker. Und auf dem Thymian darf man laufen, der kann das ab. Den habe ich jetzt als Tritt genommen. Ja, so sieht das hier aus. Ich habe gerade die letzten weißen Gurken weggegeben, beziehungsweise die, die jetzt reif waren.
Aber hier gibt es natürlich an verschiedenen Stellen immer noch. Da sieht man das. Da kommen die nächsten. Ne, da. So. Oh, mein Stein liegt da jetzt ein bisschen schlecht. Ja, und auch hier die Radieschen, die kommen jetzt schon. Hier habe ich ja Salat. Hier hatte ich noch Sachen ausgesät, die sind nicht gekommen. Sieht ein bisschen dünn aus. Ich bin nicht umsonst raufgetreten, ich wusste das schon. Das stelle ich mich jetzt erst gerade fest. Ja, und hier sind überall Möhren, die ich nach wie vor noch ernte. Echt tolle Sachen bei. Ja, da sieht man die kleinen roten Radieschen schon. Da die Eiszapfenradieschen. Da haben wir auch die Kapuzinerkresse. Hier haben wir einen Kohl drin. Ich weiß schon nicht mehr welcher. Ihr kennt das ja mittlerweile. Beim Kohl bin ich echt durcheinander gekommen. Macht aber nichts. Beim Einpflanzen habe ich mir Gedanken gemacht. Ja, hier haben wir eine Physalis. Da haben wir einen Salat. Das ist die Lucinde. Ich weiß das gerade nicht aus dem Kopf. Der gute Palmkohl. Hier auch richtig schön breit gemacht. Meistens gut besucht. Ach, da vorne auch. Da sind die Bienen auf jeden Fall bei. Ach, und ich finde das bei den Zwiebeln immer so sagenhaft. Wie schön die aussieht, wenn sie blüht. Ja, waren hier einmal zwischen bei dem Möhrchen. Da vorne sind noch mehr. Und ja, Möhrchen und Zwiebeln ergänzen sich ja super im Garten, beschützen sich vor Schädlingen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier ernte ich immer wieder was. Ja, richtig schön. Der Borretsch. So, die Minze hier, die geht so langsam überall in die Blüte. Finde ich ganz toll, das sieht so schön aus. Die Minze kann so, so viele Insekten anlocken. Da ist zum Beispiel Party gerade, gut getan, am Glänzen. Ich lasse euch in Ruhe, wer will dabei schon beobachtet werden. So, hier haben wir noch eine kleine Physalis, ob die noch mal was wird. Und hier gehen wir mal gleich durch. Zip. Hier Borretsch, Borretsch, Borretsch. Ach, ist auf jeden Fall tiermäßig überall was los. Sie kommen langsam wieder. Auch hier die Biene. Die weiß schon, wo das schön ist. Finde ich wie so eine kleine Weltkugel, immer wenn ich das angucke. Wildbienen in verschiedensten Versionen. Und ja, über den Kopf gewachsen schon lange, aber es ist, ihr könnt ja mal sehen, was hier so los ist. Das seht ihr mal ganz gut jetzt ein bisschen gegen das Licht. Richtig, richtig gut besucht. Die kleinen roten Käferchen sind hier ganz viel drauf. Oh, da muss ich ja richtig lang machen hier. Also ich sehe hier einige Bienen überall auf den, da guckt euch das an. Deswegen, also ich kann euch das empfehlen, lasst gern mal Sachen stehen. Ja klar, die Sachen sehen sich auch selbst aus. Aber wenn man das aussucht, was einem dann wieder entgegenkommt, ist das so eine schöne Sache. Beim Salat, der wird sich verteilen, da werden dann nächstes Jahr im Frühjahr kleine junge Pflänzchen wachsen und dann kann ich die direkt aus dem Beet holen und woanders einpflanzen. Wunderbare Sache, muss nichts mehr irgendwie vorziehen und macht mir das echt richtig, richtig einfach. Hier auch beim Rucola gerade eine Wildbiene unterwegs. Da haben wir nochmal wieder einen Hummel. Ich habe hier richtig viel geerntet bei der roten Beete, könnt ihr sehen. Und ja, gibt es einmal so die länglichen Exemplare. Muss mal gucken, da auch ein länglicher. Hier ein runder auf jeden Fall, das müsste die weißrote sein. Da haben wir nochmal so einzelne lange. Hier sind die Gelben noch ein bisschen dicht beieinander. Ach, jetzt besucht mich ja gerade noch eine Wildbiene nebenbei. Schön. So sieht es auf jeden Fall hier aus. Richtig, richtig schön. So, und bevor ich mal so in andere Ecken gehe, gibt es ja noch eine Ecke, die ich gar nicht gezeigt habe. Da hinten wollen wir jetzt hin. Dafür tingeln wir hier einfach mal durch. Nehmen mit, was uns so ins Auge springt. Im Moment irgendwie nix. Ich glaube, hier hinten habe ich auch schon gut versorgt. Ja, ich habe ja mittlerweile einen Zaun gekriegt. Ja, und Beifuß ist richtig groß geworden. Richtig schön. Ah, da fliegt gerade so ein Zwei-Personen-Flugzeug durch die Gegend. So, bei den Tomaten hier. Hier vorne habe ich ja eine buschige. In der Mitte, auch hinten in der Ecke, die Czerny Prinz. Da hängen auch die ersten Tomaten. Hier habe ich sie auf jeden Fall alle hochgebunden. Wieder mit meinem Bauschutt, meinem Seilsystem. Und ja, hier in der Ecke ist dann die Buschtomate.
Da ist auch eine Buschtomate. Ja. Hier auch die Taubnessel gerade gut besucht. Lasse ich auch gerne stehen. So, und wir haben jetzt nochmal Glück. Er ist fast weg. Er klappt sich schon wieder zusammen. Der gute Goldmohun. Ich habe letztens einmal die Pflanze in der Linse gehabt, jetzt wieder. Und ich sehe sie auch erst das zweite Mal. Sie war wirklich sehr kurz da und jetzt beim zweiten Mal kriege ich es wieder in die Linse. Das freut mich total. Ja, hier macht sich so ein bisschen mehr breit. Na, hier die wilde Karde oder wie sie hieß, diese Riesendistel, die hat wohl ihre Zeit gehabt. Oder? Mal gucken, beobachten. Noch nehme ich sie nicht raus. Hier Verzehl ja auch super zum Ernten, Saatgut. Das Teil wunderschön. Oh, hat sich ja noch mehr. Auch hier ein bisschen heller. Ja, die Farben mischen sich so langsam. Dann haben wir nochmal so Schweinchenrosa. Und hier auch, da kann ich bald Saatgut gewinnen. Das ist die Malve. Ja, jetzt habe ich Hintergrundgeräusche Deluxe. So, was haben wir hier? Wie heißt denn noch? Die Goldrute, ne? Also die ist auf jeden Fall nachher richtig vom Bienenbesuch, das weiß ich. Ach, hier fängt schon an. Da überall so ein bisschen was los schon. Da hinten sind auch die Wildbienen drin. Ne, versteckt, da will ich jetzt nicht groß ran. Hier für Insekten die Steinpyramide. Ja, und so sieht das von hier aus. Ach, was habe ich für einen schönen Garten. Was habe ich für ein Glück. So, es gibt noch mehr in meinem Garten zu entdecken. Und zwar war ich nicht nur hier unterwegs, sondern, ach hier, ne, die kann ich ja noch mal zeigen. Wie sieht meine Jakobsleiter jetzt aus? Da, die selten weiße, habe ich mir sagen lassen. Danke für den Kommentar oder mein Video, als das soweit war. Ja, so, und hier haben wir noch mal ein bisschen. Ja, die Insekten kommen wieder, die kommen mit der Sonne. Ne? Das hier ist der Currystrauch. Hier oben die Ananas-Minze, die werde ich auf jeden Fall nochmal, ja, auf jeden Fall umpflanzen. Die gefällt mir hier nicht. Die, ab und zu mal wird sie auch zu trocken. Da brauche ich ein bisschen mehr Freiheit beim Gießen. Ja, ach, wie schön. Auch hier die Zwiebel, die kommt langsam raus. Guckt euch das an. Gut besucht. Oh, schön, dass die Bienchen alle mitspielen. Laufe ich direkt durch, muss ich warten, bis sie da sind. Oh. Ist das nicht schön? Ja, herrlich. Ja. Da unten habe ich noch übrigens auch noch eine Ringelblume, die hier wild gekommen ist. Jetzt auch noch Krankenwagen, Alarmanlage, Flugzeug hatten wir gerade. Was ist denn hier los? So sieht meine Bananenpflanze jetzt aus. Guckt euch das an. Die hat ein paar Blätter mehr. Also fürs Grillen gibt es Hoffnung. Sehr gut, braucht aber auch Dünger. Ne? So. Und hier. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Weiß das einer von euch? Ich komme gerade nicht drauf. Ist das... Ja, doch, das müsste hier... Na, Koriander sein, ne? Genau, das ist blühender Koriander, das kann ich mir auch mit Sicherheit sagen. Hier habe ich die Rosmarinsorten, da Thymian, alles schon ordentlich geerntet. Ananassalbei und ja, das müsste ja die Andenbeere sein. Die hat auf jeden Fall Physalis en masse dran, da freue ich mich drüber. Hier die Artischocke. Zitronenverbene hier hinten in der Ecke, auch schon ordentlich geerntet. Da ist nicht mehr so viel da. Ich hoffe, die kriegt irgendwann noch mal einen Schub und dreht durch. Wird das hier vielleicht auch noch eine Ringelblume? Ich weiß es nicht. Ja, und hier ist wieder ein bisschen frei. So sieht es hier jetzt gerade aus. Da war ich mit dem Sven, bei dem hatte ich zu Besuch. Ja, und die Äpfel, ne? Also der Apfelbaum, der geht richtig ab. Guckt euch das an. Hier ist alles voll Äpfel. Und dafür, dass ich den echt klein gemacht habe und ordentlich abgeschnitten habe, habe ich jetzt echt eine Riesenernte. Ich bin total glücklich. Durfte Erfahrung sammeln dieses Jahr. Ist auch anstrengend. Dieses Jahr brauche ich unbedingt anderes Werkzeug noch, damit ich auch an lange Äste rankomme. Dann muss ich mich echt strecken und ich bin schon 2 Meter groß. Ja, und an dieser Stelle kann ich euch nicht vorenthalten. Auch nichts gemacht und total dicht gewuchert. Hier hatte ich ja gemulcht mit, mit dem Gras von nebenan. Da war natürlich Saatgut zwischen. Hab's drauf ankommen lassen. Sieht jetzt sehr voll aus, aber ich gehe davon aus, dass das alles sehr einfach wegmachbar ist. Ja, hier eine Zucchini, da eine kleine.
Die da vorne wurde mir weggefuttert, da wo die paar Äpfel auf einem Fleck liegen. Und ja, hier habe ich noch eine. Und überall, da seht ihr die Ackerwinde, ne? Also jetzt gerade nicht besucht, da die weißen Blüten. Ich lasse sie gerne an bestimmten Stellen stehen, stört mich nicht. Ja, und hier ist das ziemlich dicht gewuchert. Da haben wir nochmal einen Schmetterling. Vielleicht kriege ich ihn noch in die Linse. Ist das hier nochmal? Das ist ein Admiral. Hallo Admiral. Den will ich hier natürlich nicht stressen, aber die setzen sich gerne mal auf mich. Könnt ihr den überhaupt sehen von da durch die Kamera? So weit weg? Den lasse ich in Ruhe. So, und hier ist das ein bisschen dicht gewuchert. Aber alles noch im Blick. Also das ist auch was Worst-Case-Szenario. Jetzt muss ich bei, weil die Tomaten, die überwächst ist und brauchen ein bisschen Freiheit. Der ein oder andere Geldskrieg möchte bestimmt auch gezogen werden. Dämmer, hier hinten ist es zurzeit auch ziemlich wild. Bei der Außenküche habe ich auch noch nicht weitergemacht. Das wäre halt auch was, ne? Wenn das dann nachher was wird und ein paar Menschen zu mir kommen, dann wäre es durchaus eine Option, an der man rumwerkeln könnte. Je nachdem, wie wir so Lust haben. Alles kann, nichts muss. So, und hier hatte ich ja irgendwie noch ein bisschen was drin. Kapuzinerkresse, Tomaten, die wachsen gar nicht. Na, da kommt nichts. Also mit denen rechne ich nicht mehr. Ich weiß nicht, was dieses Jahr los ist. Ja, wir haben auf jeden Fall einen Schaukelsommer, einen Jojo-Sommer hier bei uns in der Gegend. So, und hier, ne, ganz, ganz tolle Ecke. Hier haben wir die Königskerze und die ist nach wie vor am Blühen. Die Blüten, die könnt ihr für Tee benutzen, die könnt ihr essen. Auf jeden Fall essbare Blüten. Wunderbar. Auf der anderen Seite zwischen der Weide auch. Da guckt euch das an. Ach, die mögen sich wohl zusammen. Eine richtig schöne Stelle. Die Weide ist übrigens auch so riesig geworden. Oh. Mann, haben wir Glück heute. Weil so viel Sonne hatten wir nun nicht die letzten Tage. Ja, und hier haben wir dann nochmal Topinambur, der sich breit macht. Ich muss sagen, den möchte ich raus haben aus meinem Garten. Der ist nichts für mich. Der ist invasiv und ja, knickt nachher immer weg, ist im Weg, bevor er überhaupt blüht. Das hat sich noch nicht so bewährt gemacht. Ja. Aber erstmal stört mich das nun mal gar nicht. So, wir tingeln hier mal weiter. Hier soll mal wieder ein bisschen gesenst werden, obwohl meine große Sense ist leider kaputt gegangen. Die ist gebrochen. Naja, ist so wie das ist. So, hier haben wir noch mal was. Nachtkerzen, auch hier ist die Malve durch. Ne? Könnt ihr da sehen, auch der Fingerhut. Ne? Einmal, damit ihr sehen könnt, wovon ich rede, Fingerhut, Malve. Und ja, das ist hier noch die Nachtkerze. Hier überall Weide, Weide, Weide. Ach, das wird so ein schöner Platz. Ach, herrlich. Ja, und ein bisschen Klee hat sich hier auch breit gemacht. Darüber bin ich auch sehr glücklich. Habe ich so an verschiedenen Stellen im Garten gemerkt. Richtig schön. So, jetzt tingeln wir hier nochmal durch. Da könnt ihr das sehen. Übrigens, so sieht gerade der Nachbargarten aus. Ganz wild. Kann man von hier gar nicht sehen. Da wurde auch schon ordentlich gemäht. So sieht es bei mir aus. Ich möchte jetzt noch mal daran erinnern, ich habe ja hinten im Community-Tab einen Beitrag gemacht. Geht auch noch mal rein, gucken, einmal durchlesen. Vielleicht ist das was für euch. Vielleicht können wir da zusammen irgendwie was finden. Das wäre toll. Vögelchen, Schmetterling. Ich werde hier richtig abgelenkt. Und Bienchen da vorne ist schon wieder alles voll. Ich muss in die Beete, ich muss noch mal überall kontakten mit den Tieren, mit der Natur. Bei unserem Jojo-Wetter, wir haben unglaublich Glück, dass gerade so die Sonne scheint. Wie werden wir beschenkt? Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist unglaublich schön. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist so herrlich gerade. Hier kommt auch so eine Wärme. Vorne muss ich, hatte noch ein Oberteil an, hier so eine Kapuzenjacke. Und das war so, so warm. Musste ich erstmal ausziehen und jetzt bin ich rumgetingelt und mache mit euch das Video. Und ich habe schon Schweiß überstehen. Warte, ich guck mal nach kurz. Was haben wir denn eigentlich? Ja, auch wieder 24 Grad. Kein Wunder, dass ich schwitze. Also es ist nochmal richtig schön warm geworden, obwohl heute 19 Grad maximal auf dem Zettel stand. In meinem Garten ist es irgendwie immer wärmer. Sowieso hier in der Kolonie merkt man auf jeden Fall deutlich mehr Wärme. Und falls du noch kein Abo hast, lass es doch bitte da. Begleite uns bei dieser tollen Sache. Ich habe noch ein bisschen was vor mit euch da draußen. Hier gibt es jede Menge Ideen, die ich noch nicht gelüftet habe. Das aber zu einem anderen Zeitpunkt dann. Für mich heißt es weiter Pause. Wenn ich in der Pause noch Lust habe, irgendwie so ein ganz einfaches Video zu drehen wie heute,
dann werde ich das tun. Für mich ist das einfach zu drehen, das Ding in die Hand zu nehmen und rumzulaufen. Sobald ich das Stativ immer umstellen muss, wird es stressig und dann, ja, was heißt stressig, auf jeden Fall aufwendiger. Und da hatte ich heute, ups, jetzt verliere ich auch noch hier noch mein Ohrding, bin ich da irgendwie gegengekommen. War das die ganze Zeit schon so? Bin ich wohl irgendwo hängen geblieben? Hups, ja, kann passieren. So, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Ja. Oh, schön, dass ich mal wieder Wetter genießen kann. Das hat die letzten Tage gefehlt, total. Energy. Gut, ihr Lieben, jetzt bin ich aber raus. Ich sage tschüss an dieser Stelle. Danke fürs Zusehen. Ich bin weg.